Hey, ihr wilden Flüsslinge, willkommen zurück zu The Last of Us 2. Weiter geht's auf dem Weg zum Krankenhaus in Seattle. Wir haben jetzt gerade wieder mit richtig vielen Stalkern zu tun gehabt. Und ich meine jetzt nicht die schlimme Art, also die mit Kameras und die einen die ganze Zeit knipsen wollen. Nein, eher die nicht ganz so schlimme, die infizierte Art mit Pilzsporen auf dem Kopf. Oh, ein bisschen laut hier. Ich glaube, ich muss da jetzt rüberspringen. Ich hoffe, das geht. Und ich breche mir nicht den Hals dabei. Oh! Sehr schön. Das habe ich gespürt. Ja. Aber du hast ja noch gute Knochen, Ellie. Ist ja nicht so, als hättest du schon Probleme mit den Knien oder sowas. Na gut, ich muss wohl da unten rein. Ja, Stalker sind eigentlich ganz unangenehme Zeitgenossen hier. Die verfolgen einen die ganze Zeit. Verstecken sich hinter Ecken und... Oh nein. Ah! Man muss halt echt aufpassen, okay. Immer. Runter zur Straße. Und hier sind schon wieder welche. Aber ich glaube, ich höre Klicker, oder? Na, ihr frechen Viecher. Wo seid ihr denn? Bäh, wie das aussieht hier. Hier ist doch keine Stalker, was das rumquietscht, oder? Tot? Okay. Halt mal die Schnauze und schreie nicht so rum. Ich glaube, es hackt. Okay. Zeit zu gehen. Ja. Da sagst du was, Ellie. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Munition hierfür. Oh. Oh. Siehst echt fies aus. So ganz Wechsel an das Gesicht. Ich muss hier irgendwo rausgehen. Na toll, Flinte. Aber ich brauche doch jetzt eigentlich mehr Schrot. Die Fetzen, guck mal. Geil. Die Sprengfalle war halt auch echt ein bisschen nah an mir dran. Und ich habe Schaden bekommen. Ja, nicht so schlimm. Oh, es fehlt mir. Stoff habe ich noch ein bisschen. Nee, ich heile mich mal lieber nicht. Ich warte noch, bis ich Zeug brauche. Habe ich das aufgesammelt, den Behälter? Ja, ne? Na, gibt's hier noch mehr von euch? Halunken. Ich mach den Schalli mal lieber ab. Ich will nicht meine guten Pfeile hier verschießen, weil wer weiß, ob ich die dann nicht kaputt macht damit. Die sind halt so schnell auch, die Typen. Oh yeah. Bitte. Beste Waffe bei sowas hier. Rennt die da oben durch die Lüftungsschächte irgendwo? Ich sage, Stalker sind richtig widerliche Typen.
Mal los. Was kommt wieder einer jetzt? Oh, shit. Oh, komm schon. Alter, wie viele. Oh, mein Gott. Oh. Du scheiß Vieh. Verrecke. Alter, stirb jetzt. Voll gegengeknallt. Verdammte Seattle. Ich finde Seattle eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen krass, was hier gerade abgegangen ist. Aha. Ich dachte es mir schon. Ganz ehrlich, hier durch die Kanalisation zu schwimmen, kann auch gar nicht mehr so schlimm sein, weil... Naja, wer benutzt noch Wasserklosets? Oh! Alter! Mistvieh! Ich wollte was anderes machen. Ich wollte die Flasche nutzen, aber ist egal. Bitte. Kann ich wenigstens mal wieder Zeug sammeln. Na gut. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Alter, wie ist einfach aus der Wand gebrochen, kommt das Vieh. Guck mal, das ist nicht immer in den Arsch. Guck mal. Da ist nichts mehr. Bah. Ekelhaft. Das ist so richtig ekelhaft. Aber total geil mit der Idee, dass es aus der Wand rausbricht, aus dem Pilz. Aha. Ne, bringt ja nichts. Ich habe hier nur zwei Pistolen. Vielleicht kriege ich echt irgendwann die Magnum. Das wäre total cool. Köstlich hier, guck mal. Über der Matsch, der da zu verbacken ist, zu was anderem. Zu einer Masse. Das ist eine Grille. Zirp, zirp. So, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich irgendwo durchtauchen, ha? Huh? Hier, kaputter Weg. Ach, sieh mal. Okay, ich weiß, wie ich rüberkomme. Aber ich will trotzdem noch mal kurz gucken und tauchen. Das macht so Spaß, Ellie, oder? Durch den Rotz hier tauchen. Nee, komm, ich tue ihr das nicht weiter an. Das Wasser ist zwar jetzt nicht unbedingt so eklig, aber es ist ziemlich grün und der ganze Abfall hier, der macht es bestimmt nicht besser. Ich will noch nicht wissen, wie sie riecht mittlerweile. Oh, das sieht echt rutschig aus. Wow. Okay. Aber das knarzt hier die ganze Zeit.
Ich finde es ja immer so erstaunlich, dass Metall ja eigentlich auch so ein bisschen lebt und sich immer wieder verzerrt und zieht und ächzt und das ist schon... Verdammt, ich muss hier raus. Schon sehr beeindruckend. Und ein bisschen furchterregend auch. Sei froh, dass das nicht zugeschweißt ist, Ellie. Das wäre jetzt krass. Für immer gefangen. Okay. Wo zum Teufel bin ich hier? Nah am Krankenhaus auf jeden Fall. Sonst hat es echt in die Richtung gespült. Was ein Zufall. Mal wieder. Aber wäre auch doof, wenn es andersrum wäre, oder? Wenn es uns weggespült hätte und wir jetzt gerade wieder dahin laufen müssten. Pioneer Square Station. Ich würde gerne mal wissen, ob sowas wirklich hier ist in Seattle. Total cool eigentlich. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Abkürzung? Oh, der Park sieht aus wie ein Dschungel. Geil. Ich find's total geil hier. Ja, warte mal, wir haben hier keine Karte. Dadurch. Ich jetzt wüsste, wo eine Himmelsrichtung ist, dass ich mich orientieren kann, aber haben wir ja nicht. Steht hier? AC, WP, SG, MW, MJW, to the city of Seattle. Presented by... Ah, okay. Wie geil das aussieht hier. Wirklich wie im Wald oder Dschungel. Cool. Ich frag mich ja, wenn die Scars mal was von sich sehen lassen hier. Oh, ihr Pisser! Alter! Penner. Wer zur Hölle? Ich hab's doch gewusst. Als ich das Pfeifen gehört habe, wusste ich, das ist auf jeden Fall kein Vogel. Die verständigen sich durch Pfeifen, ja? Ihr Pfeifen. Boah, diese dummen Scars. Jetzt habe ich endlich, was ich wollte.
Dumm Schweine, hey. Scheiß Rumgepfeife. Was ist eigentlich, wenn man nicht so gut pfeifen kann durch die Finger? Ist man da nicht bei eurem Verein zugelassen oder was? Bist du umgebracht? Du kannst nicht gut pfeifen, tot. So. Toll, mein Fall ist weg. Hey, Eli! Ich hab dich schon immer gehasst! Verdammt! Hey Eli, ich bin tot! Scheiße! Ja? Scheiße. Pfeife noch einmal hinterher. Das müssen die Scars sein. Egal. Ich bin schlimmer als die Scars. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Okay. Ich krieg meine Pfeile nicht zurück. Nämlich persönlich, ihr Penner. Ja. Scheiße, Joel. Wir haben sie alle getötet. Oh. Wie gesagt, ich hätte gerne mal eine Pfeile wieder. Aber ich sehe die Typen hier nicht im Gras rumliegen. Also die Scars, die haben es wohl gerne so ein bisschen urtümlicher, ja? Die machen gerne Feuerchen, rennen hier mit Pfeil und Bogen rum. Und verständigen sich die ganze Zeit durch Pfeifen. Außer die, die wahrscheinlich nicht pfeifen können, die rufen dann irgendwann. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Aha. Aber finde ich halt schon, den Ansatz finde ich jetzt halt geiler als irgendwie so ein paar Anti-Militär-Truppen, also die jetzt auch so ein bisschen militant rüberkommen. Also so ein bisschen... So eine Sekte, die auf urtümlich macht, das finde ich schon ziemlich geil. Sowas knallt man doch gerne ab. Ich glaube, das ist es. Achte aufs große rote Schild, genau. Scars, scheiß auf die. Konzentriere dich darauf, warum du hier bist. Aha. Meine Axt. Die ist besser. Oh, ein Pfeil. Ist aber nett von euch. Dass ihr so gut schießt und die Pfeile nicht kaputt gehen. Wenn die Pfeile aus Kunststoff wären oder aus Aluminium, dann würden die bestimmt auch viel länger halten. Darüber schon mal nachgedacht, liebes Gas. Oder... Aluminium ist ja Quatsch eigentlich, sondern ja, so Glasfaser oder sowas gibt es ja auch. Polycarbonat vielleicht. Also Fahrräder sind ja oft daraus und es ist super stabil.
Aber ich glaube, Glasfaser wird auch echt zu splittern schnell. Oder was? Nicht Glasfaser, ja, so. Auf jeden Fall Kunststoff. Ich weiß gar nicht aus, was die zusammengesetzt sind. Polyethylen. Irgend so was. Ich muss an dem Checkpoint-Tor vorbei. Achtung, Krankenhauszufahrt, Quarantänebereich. Ich wette, die Türen sind zu. Natürlich. Natürlich sind sie das. Garden Suites, kann ich da rein? Oh, sieht gut aus. Warte mal, aber erst noch mal gucken, weil da geht's bestimmt wieder nicht raus. Hundertprozentig. Sismo Yoga. Ne, also so Stealth-Kämpfe liegen mir, wenn die auch so leise sind und meinen, die müssten einen auf leise machen, dann kann ich das besser. Ohne die doofe Gegnersicht, die ich halt echt immer noch überflüssig finde. Hast du im echten Leben ja auch nicht. Allerdings im echten Leben, nach so einem Pfeil in die Schulter, willst du auch nicht mehr viel machen. Okay. Das war schon wieder laut. Oh, yes. Wenn ich das noch schallgedämpft hätte, ne? Wäre ein Träumchen. Ja, ein bisschen Klebeband fehlt. Ich würde schon sagen, das sind doch Tauben. Das ist alles voller Tauben hier. Müsste ja auch riesig viel Kacke sein hier. Also hier überall so ein Ring aus Kacke. Taubenkacke. Sieht irgendwie voll gruselig aus mit den ganzen Tauben hier. Wenn man jetzt in jede Bude hier rein könnte, das wäre der Hammer. Aber ein bisschen zu viel, glaube ich. Oh, eine Spielkarte. Doppelganger. Sieht aus wie ein Alien. Echter Name unbekannt. Intelligenz 60, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit keine. Ein seltsames Wesen unbekannter Herkunft. Dieser Humanoid mit Alabasterhaut und gelben Augen nimmt jede Form an, die man sich von ihm oder ihr wünscht. Der Haken daran ist lediglich, dass es mit der Person, die es imitieren soll, in körperlichem Kontakt stehen muss. Die Ähnlichkeit ist nahezu perfekt. Nur wenn man ganz genau hinschaut, kann man nach der Verwandlung noch ein kleines bisschen gelb in den Augen blitzen. Sieht man noch ein bisschen blitzen. Sei also auf der Hut, wenn einer deiner Freunde zu unpassender Zeit eine Sonnenbrille trägt. Oder eine Nierenkrankheit hat. Oder Leberversagen oder weiß ja nicht, ne? Was sind das hier? Ach, guck mal, diese super coolen Weinhalter. Super cool. Ich vertraue dem Frieden immer noch nicht so ganz. Das ist so ruhig hier, nachdem es eben schon wieder so ekelhaft war. Den Scars. Oh. Bisschen Klebeband und ich bin glücklich, ne? Bitte? Ah. Sehr gut. Aber ich meine ganz ehrlich, irgendwie ist es ein bisschen unlogisch mit den Scars. Warum bleiben die nicht in ihrem Bereich und haben ihre Ruhe? Warum wollen die expandieren, wenn man es so nennen kann? Wenn die doch so
dass das doch alles so toll war mit der Anführerin, dass sie den Frieden gebracht hat und das Glück und die Erlösung. Warum wollen die denn jetzt einfach weiter Stress machen? Verstehe ich halt nicht so ganz. Es widerspricht sich doch so ein bisschen. Wir das wieder zu. Oh ne. Nee. Natürlich ist da zu. Erstmal Krach machen. Oh ja. Das war schon ein Binding. Gut. Leute, ich würde sagen... Lecker, lecker, würde ich mal sagen. Boah, wie es sich gerade bewegt. Gruselig. Den Zettel lesen wir nächstes Mal. Du machst dir bequem, kein Problem. danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Lasst mir gerne was Schönes da. Und dann lasse ich euch nächstes Mal auch wieder einen schönen Part da von The Last of Us 2. Ich freue mich sehr darauf, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss, macht's gut.